Kartoffeln auf die Eins. Absolute Führungsspielerin. Das ist eine sehr ansteckende Lache. Also. Es wird bombenhart werden, das auf jeden Fall, weil da sind wirklich jetzt nur die Besten der Besten am Start. Handballerisch hat sie mal gar keine Grenzen. Ihr Lachen übrigens auch nicht. Weltklasse ist ihr Anspruch, Verantwortung gibt's ihr nie zu viel. Der Papa Handballprofi, die Mama sogar Weltmeisterin. Sie ist die Endgegnerin unter den deutschen Handballerinnen. Das ist Emmy Bölk. Sie ist weit oben angekommen und trotzdem noch so jung, dass man ihr Dinge mitgeben kann, dass sie sich selber vor allem auch verbessern will. Herzlich, offen, wunderschön, unglaublich toller Mensch. Absolute Führungsspielerin. Eine sehr emotionale Spielerin. Fleißig, ehrgeizig und geht auf jeden Fall immer voran. Sie macht den Job einfach unglaublich gut. Emmy lacht über alles. Wenn sie lacht, dann hört man es. Unser Sonnenschein so in der Mannschaft. Also wenn die dann anfängt zu lachen am Tisch, dann lachen auf jeden Fall alle mit. Sie hat schon eine sehr laute Lache, die auf jeden Fall ansteckt. Emmy, schön, dass du da bist. Gleichfalls. Darf ich eigentlich immer noch Jahrhunderttalent sagen oder bist du dem inzwischen entwachsen? Ja, ich glaube, mittlerweile gehört ein bisschen mehr als Talent dazu, ja, würde ich meinen. Aber klar kann ich mit dem Titel irgendwie noch was oder dieser Bezeichnung noch was anfangen, ja. Hörst du lieber dreimalige Handballerin des Jahres in Deutschland? Das klingt ja auch nicht so schlecht. Ja, aber grundsätzlich, also es ist nice to have so, aber es ist jetzt nicht viel, worüber ich mich definiere. Mhm. Ja. Sondern eher über das, was das Team so macht. Das auf jeden Fall und auch immer, was denn noch kommt, was wir vorhaben, was ansteht. Erzähl mal, was steht an, was habt ihr vor? Also grundsätzlich jetzt natürlich mit Olympia, ja, kurz vor der Haustür kann man ja jetzt sagen, das ist einfach überragend. Also für uns alle wirklich ein Traum, der wahr wird. Natürlich auch so ein bisschen Bann, der für den deutschen Frauenhandball gebrochen wurde, endlich wieder dabei zu sein. Für uns alle, Ausnahme unsere Physio, die das zweite Mal dabei ist, aber für uns alle ist es Premiere. 16 Jahre, mhm. Das ist eine verdammt lange Zeit. Genau, und deswegen ist natürlich jetzt schon der Stolz riesengroß, aber klar ist auch, dass wir da nicht nur als Touris hinfahren wollen, sondern wir wissen auch, dass so ein Turnier in einer guten Erinnerung bleibt, wenn man auch gut performt. Und das ist natürlich unser Ziel. Und ganz klar ist für uns, dass wir sehr gerne auch nach Lille fahren wollen, dementsprechend ins Viertelfinale kommen. Emmy, ein Wettkampftyp bist du auf jeden Fall, das weiß ich. Bist du ein Ranking-Typ? Kannst du sowas? Liegt dir sowas? Werden wir sehen, denke ich mal, jetzt. Wir versuchen es jetzt mal. Emmy, Pre-Match-Snack, dein Ranking. Das erste ist Obstsalat. Das finde ich krass eigentlich. Eins. Oh, jetzt hast du ein Problem, denn jetzt kommen normale Kartoffeln. Finde ich eigentlich auch gut. Drei. Aber du weißt, dass normale Kartoffeln eigentlich auf die Eins müssen. Ja, eigentlich auf die Eins. Ist dir bewusst. Sehr gut. Das wollte ich nur hören. Okay, haben wir nicht mehr so viel frei. Müsli-Riegel. Ja, würde ich dann mal, würde sag ich vier. Okay. Zwei und fünf haben wir noch frei. Und für dich als Nordlicht ein Fischbrötchen. Ach, also eigentlich geil natürlich, aber fünf. Oh, okay, weil das passt nicht. Vorm Match ein bisschen, na, gehört ja auch Remoulade dazu und so, nee. Eher nix. Das letzte, Nudeln mit frischem Gemüse. Das ist schon gut, ja, zwei. Emmy, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Ein Fresh Talent, das Jahrhunderttalent des deutschen Handballs, habt ihr jetzt kennengelernt. Noch ein paar mehr, die gerade in Paris hoffentlich guten Handball spielen, stellen wir euch die nächsten Wochen vor. Bis zum nächsten Mal.